finde ich, der eigentlich für mich klarer war, ist, wo Antwerce Aurelio Buta am Arm festhält und ihn dadurch, der war ja vorne, zum Sturz bringt im Strafraum. Also waren schon ein paar relativ unglückliche Situationen, aber nochmal keine Schuld. Waren nur 7 Schiedsrichter heute am Werk und dann ist ein bisschen zu wenig.